Okay, nachdem wir mit den beiden Kizus endlich fertig geworden sind, wer will denn jetzt mit Berner mit mir reden? So, mit dieser Katze rede ich nicht mehr, weil sich jeder einfach immer über mein Französisch lustig macht. Und sie einfach viel zu viel Französisch redet. Das ist das Problem. Deswegen aber bloß... Okay, du bist weg. Du hast nach Zutaten gesucht, du hast nichts gefunden. Okay. Aha. Da, das ist das. Gut, okay. Merci beaucoup. Das passt schon. Trotzdem. Moga-Knoblauch. Okay. Es tut mir leid, aber nein. Mit diesem dummen Koch rede ich nicht mehr. Ich habe genügend Let's Plays lang versucht, irgendwie das Französisch von ihm rauszubekommen. Das werde ich jetzt nicht mehr länger machen. Deswegen reden wir lieber mit der funkigen Fallon. Hey Baby, was guckst du? Nein, sag es nicht. Ich weiß schon, was du denkst. Alles easy. Du findest meinen Afro Hammer, oder? Die Frise ist ja auch Funk und Coolness pur. Okay Baby, schlag ein. Wir können die hipsten Afro-Connections weit und breit sein. Zusammen kriegen wir eine Frise hin, die nicht von dieser Welt ist. So, ich bin jetzt raus. Aber später kläre ich dir den Plan. Also immer schön cool bleiben. Okay, und der meint genau jetzt. Hey Baby, was ist los? Bist du bereit für Afromantik? Mit meinem Fro und deiner Leidenschaft sind wir absolut unbesiegbar, verstehst du? Alles klar, die Frise mit maximalem Funk ist doch super easy für uns. Für einen ultimativen Fro brauchen wir Donner. Du musst also einen Astolos überrumpeln. Aber ein Astolos ist kein Dummkopf. Ein Patzer und der macht dich kalt. Es wird jedenfalls legendär, wenn du einen für mich überlistest. Mach schon, lass mich jetzt nicht hängen, Baby. Wir sind doch ein Team, du und ich. Also, schwing die Hüfte und tanze ab ins Marschland. Okay, ist wie eine Jägerlager-Quest. Pro Afro. Okay, sehr schön. Und dann reden wir noch mit Falcote. Oder Falcote. Ich nehme mal an, dass du der Jäger bist, den die Akademie entsandt hat. Ist das richtig? Höchst ausgezeichnet. Du siehst vielversprechend aus. Vielleicht kannst du mir ja doch eine Hilfe sein. Oh, wie überheblich von mir. Ich hätte mich wohl selbst erst einmal richtig vorstellen sollen. Mein Name ist... Geheim. Aber viele nennen mich Falcote. Mit gebührendem Respekt. So darfst du mich auch nennen. Zu unserem Geschäftlichen. Mit meinen streng vertraulichen Quests kann ich nur die besten Jäger betrauen. Ich kann nicht viel vertrauen, aber du genügst mir. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Okay. Ich bin gespannt, was du noch so alles bringen wirst, Katze. Ihr nicht? Wer da... Ach so. Das erklärt auch, weswegen in Berner jemand mit uns reden will. Nee, will er immer noch. Okay. Aber wir haben keine Zeit. Was ist los mit dir? Du bist irgendwie so fertig? Du bekommst mehr Post als deine Fälle in Leben besitzt, Jäger. Okay. Spezialerlaubnis erhalten. Woher hat kostenlos Spezialerlaubnis gegeben? Nimm dieses Geschenk als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oh, alter Trank, 10-mal. Holla. Lebenspulver 25-mal. Gummigutschein 4-mal. 13-mal Gutschein. Okay, nice. Ach, das sind meine ganzen Erlaubnisse, oder wie? Wieso sind die so hochgegangen? Und die Punkte? Wie viele Punkte und Spezialerlaubnisse du hast? Was für Punkte? Ich habe bisher noch keine von den Dingern gemacht. Wird das von Gen aus übertragen oder... Ach, keine Ahnung. Also von meinem Gen-Spielstand? Macht ja aber eigentlich keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung. Okay, nächste Quest. Denke ich mal. Wir sind ja... Wie gesagt, hier sind wir durch. Genau, wir sind ja bei 5 Sternen. Immer Ärger mit dem Lagiakros. Ja, passt soweit. Würde ich sagen, machen wir dann auch. Da können wir halt Quest mal abbrechen. Da können wir definitiv aber unseren Feuerhammer jetzt mal benutzen. Auch wenn Lagi vielleicht nicht das beste Monster für einen Hammer ist. Er bleibt schon relativ häufig unten. Schau mal. Aber das Feuer ist da auf jeden Fall deutlich besser. Bloß große Frage, welchen Stil nehmen wir jetzt? Wagemut war ja irgendwie nicht so krass. Zumindest weiß ich noch nicht, wie genau man Wagemut spielen soll. Luftkampf? Können wir mal einen Luftkampfhammer nehmen. Der Typhoon-Auslöser war ja schon cool.
Drehender Meteor könnte man auch machen. Prallpresse sind ja alle ganz cool. Ich nehme mal nochmal den Typhoon-Auslöser. Einfach um da ein bisschen drauf zu hauen. Wir können auch gerne mal einen anderen Helm wieder nehmen. Wir sind ja eigentlich von der Verteidigung her. Okay, alle gleich. Nee, außer der Gummiau-Helm. Dann nehmen wir den Skelettschädel wieder. Machen wir wieder einen auf Lich King. Dann futtern wir noch schnell was und dann hauen wir dem Lagiakus auf die Rübe. Wir versuchen es zumindest. Ich gehe jetzt auch mal auf Verteidigung, weil vorhin hat man ja gesehen, dass es hätte sehr viel mehr gebracht, wenn wir auf Verteidigung gegangen wären und nicht draufgegangen wären, als das bisschen Angriff, das wir genommen haben und dann halt eben schnell draufgegangen sind. Und da wir jetzt ja eh kein Bombenelement mehr haben, ist es ja, denke ich, auch nicht so wichtig. Schau mal. Wie gesagt, ich denke mal, dass es passt. So wie wir das jetzt machen. So, nehmen wir noch schnell die Quest an. So, schwupp. Und dann sind wir, wie gesagt, wenigstens mal so weiter durch. Dann haben wir halt nicht noch in Jägerstufe 3 oder Jägergang 3 irgendwelche Quests. Das ist halt auch immer blöd. Du bist genau zur rechten Zeit gekommen, Jäger. Ich wollte gerade von einem Nebelgift nach Hause, als dieser was? Was von Luggy? Irgendein Luggy hat ihn angegriffen. Verditterte? Keine Ahnung. So, wir nehmen alles mit. Kann ja alles nicht schaden. Wir können auch nochmal ein kleines bisschen Ration futtern. Genau, perfekt. Damit wir hier halt eben auch die maximale Stufe haben. Ja, gerade von Angriffsessen haben wir definitiv noch nicht sehr viel. Und ich glaube, da kommen auch viel in im Jägerlager. Das heißt, da müssen wir dann demnächst auch mal wieder einen Stream machen, wo wir einerseits ein bisschen farmen werden, andererseits aber dort dann auch die Dörflerbitten alle abschließen. Weil da haben wir jetzt ja doch schon einige auch bekommen. Damit wir halt, wie gesagt, eben auch die ganzen Essenssachen hinbekommen. Gut, okay, Schweif abtrennen können wir jetzt natürlich vergessen. Der ist schon groß. Ich habe das Gefühl, der ist sehr groß. So, was haben wir jetzt nochmal genommen? Luftkampf, ne? Der ist riesengroß, oder? Oder täuscht mich das gerade? Hilfe! Verschwinde, Garqua! Ich habe das Gefühl, dass er sehr, sehr groß ist. Das war schon mal schön. Ja, wir haben den Luftkampfstil. Da können wir jetzt natürlich lustige Sachen mit probieren. Ich sag's mal so. Vielleicht gegen den Luggy nicht die beste Wahl. Mal sehen. Ach. Vor allem, wenn er sowas macht. Das bringt dann natürlich gar nichts. Also können wir natürlich eher umwerfen. Und dann schön auf den Kopf hauen. Das ist dann, denke ich, so ein Doppelgewinn für uns. Das war natürlich überhaupt kein Gewinn für uns. Wieso haben wir eigentlich keine Katzen dabei? Richtig. Das ist ja das Nächste. Haben wir die weggepackt? Was zur Hölle? Scheinbar, muss ja. Ansonsten wären sie ja, denke ich, da. Ja, du bist gerade eben aber auch ziemlich aggro, ne? So, heb mal deinen Kopf hier runter. Okay, das gibt bloß wieder den Sprint nach vorne. Nicht das, was ich eigentlich haben wollte. Das hätte man natürlich auch viel besser machen können. Meine Güte. Natürlich habe ich genau das Falsche genommen für das falsche Monster. So, da. Jetzt können wir hier mal draufhauen und wie gesagt, dann können wir auch schön ins Gesicht hauen. Ich hoffe es zumindest. Wunderschön. Ja, natürlich nicht, wenn er so rumwackelt. Ja, okay, das ist so ein Monster, das kannst du natürlich komplett vergessen. Dann hauen wir hier einfach auf den auf den Dings. Ja, okay, das gibt bloß wieder den Sprint nach vorne. Ich weiß nicht, ob Luftkampfhammer dann wirklich so sinnvoll ist. Zumindest nicht beim Luggy. Weil er mit seinem Kopf dann so rumwackelt. Ich meine, das ist schon ganz cool, der Angriff. Sage ich jetzt mal nichts dagegen. Komm, Typhoon-Auslöser. Ah, schade. Ich denke, es hat ein bisschen Schaden gemacht, aber definitiv nicht so viel. Oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Oh, ne, weg. Okay. Das ist definitiv auch gerade aggro. Das hat aber bisher noch überhaupt nichts gebracht. Ich meine, es macht vielleicht gut Schaden, ja. Und ich sag mal, jedes Mal da auch wieder drauf zu springen, kann auch gut wehtun, bestimmt. Aber im Moment bringt es uns halt nicht viel von wegen umwerfen. Das können wir halt gerade ein bisschen vergessen. Aber ich denke, das ist vielleicht auch gar nicht notwendig beim Aerial Hammer. Du versuchst einfach bloß das
das Biest dann schön unter Kontrolle zu haben. Okay. Da ist dein Kopf. Das war nicht dein Kopf. Na, komm schon. Typhoon-Auslöser. Oh Gott. Wie auch immer das nicht getroffen hat. Meine Güte. Ahaha. Das läuft gerade überhaupt nicht. Okay, du humpelst leider noch nicht. Das wäre schön gewesen. Hätte mich aber selber auch ein bisschen verwundert, wenn er das gemacht hätte. Ja. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist. Was spielt man mit Hammer? Keine Ahnung. Ich habe bisher noch nicht wirklich den Hammer-Stil gesehen, der da wirklich gut reinhaut. Wie gesagt, Aerial Hammer ist cool, aber auch bloß so bis zu einem gewissen Grad, finde ich. Ich weiß es halt nicht. Es wäre interessant zu wissen, wie viel dieser Sprungschlag tatsächlich Schaden macht. Okay, du kannst tatsächlich auch aufladen dabei. Könnte also nochmal interessanter sein, wenn du wirklich dann auflädst und dann reinhaust. Das heißt so. Gut, das kannst du natürlich bloß machen, wenn du mit gezogener Waffe ranspringst. Ja, das könnte mal deutlich mehr wehtun. Okay, da ist es aber auf jeden Fall wieder der Aufwärtshieb da. Den habe ich ja beim Wagemutstil so vermisst. Finde ich ja eine der stärksten Schläge. Na also, das hat auch gut funktioniert. Okay, ich meine, er haut wieder ab. Ich würde also mal sagen, dass wir ganz gut Schaden gemacht haben. Ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie viel. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man tatsächlich mit dem aufgeladenen Schlag dann reinhüpft. Und das kann man dann vielleicht auch immer wieder machen. Keine Ahnung. Greifst du gerade etwa einen Gagwa an? Wagst du es? Das war doch schön. Das hat ihm zumindest definitiv überhaupt nicht gefallen. Das auch nicht. Nice. Das war sein Panzerschocker. Sehr, sehr schön. Da können wir nochmal reinhauen. Typhoon-Auslöser. Du bist gerade eben ein bisschen angeschlagen. Na, schade. Ein paar Schläge hat es auf jeden Fall getroffen, aber leider nicht der Schlag nach oben am Ende. Ich hoffe übrigens mal, dass es überhaupt was bringt, das so anticken zu lassen. Ah, das war's jetzt. Oh, wow. Da darfst du aber wirklich erst ganz, ganz spät dann drücken. Weil du bist ja fast schon wieder am Monster unten, bis das überhaupt aufgeladen hat. Ja, ist schon ganz cool. Das gefällt mir. Okay. Ganz knapp. Ah! Gut, aber da hätte ich theoretisch drücken müssen, aber ich glaube, selbst wenn ich noch gedrückt hätte, hätte es trotzdem nichts gebracht. Oh, wow. Dass das funktioniert hat, erstaunlich. Ja, vor allem, wenn du es falsch machst. Du kannst aber auch damit schön auf den Kopf gehen. Also, man muss es, glaube ich, ein bisschen trainieren, aber dann geht Aerial Hammer auch. Zumindest ich hoffe, wie gesagt, dass es halt gut Schaden macht. Ich denke aber mal, Typhoon-Auslöser, komm schon. Yes, wunderschön. Falsches Gebiet. Aber egal, dann kann ich mich auf jeden Fall mal heilen. Es ist nämlich erstaunlich, dass ich da gerade nicht draufgegangen bin. Hätte ich eigentlich sehr damit gerechnet, dass mich irgendwas davon tötet. So, der Lucky hat aber gerade gar keinen Bock mehr. Verständlich, definitiv. Weiß, er sabbert gerade eben und schießt einen so einen komischen Ball. Und ich spring natürlich voll rein. Aber gut. Wenigstens das hat ihm ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Problem ist halt beim Lucky, dass er seinen Kopf so hoch hält, dass man gar nicht so wirklich an seinem Kopf hochspringen kann. Natürlich ist da auch da direkt das Shiny weggegangen, als ich es einsammeln wollte. Ja, gut. Ich meine, wir sind, glaube ich, trotzdem ganz gut dran. Wir machen gut Schaden mit dem Hammer und... Was zur Hölle? Was ist gerade mit diesen Blitzkugeln, die mich ständig treffen? Wie gesagt, er ist gerade so langsam. Das kann doch gar nicht sein. Ah, Mann. Komm schon, jetzt lass das doch. Ich hasse, sowas hasse ich halt. Ich habe gerade keine Möglichkeit. Ja, das ist echt extrem knapp, wie du das machen kannst. So, Typhoon-Auslöser, solange noch... Natürlich. Gut, okay, er hat mich da wahrscheinlich dann eh abgeblockt, aber natürlich bin ich dann jetzt auch noch verwirrt. Es läuft im Moment halt wirklich gar nicht, muss man sagen.
Okay, schade. So, schwupp. Da nochmal schön rein. Da kommt der seitliche. Okay, passt schon. Yes, das war cool. Das funktioniert auch bloß einmal alle 100 Versuche, dass du über den Schweif so drüber springst. Der Rest will immer noch nicht so wirklich klappen. Hier da schnell weg. Nein, nicht direkt nach vorne. Okay. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn du sowas machst. Dann mal schön drauf. Was hast du jetzt vor? Du bist wieder aggro. Das ist nicht gut. Nee, überhaupt nicht gut. Okay, das trifft noch. Ich sehe schon. Ah. Na, komm schon. Hat das getroffen? Hat das nicht? Ja, okay. Es hat vielleicht getroffen, aber zumindest ist er nicht zurückgeschreckt. Nein, Mann! Jetzt komm schon. Ich sollte dich eigentlich verwirren, nicht andersrum. Ja, schrei doch rum. Da, das Gesicht. Ist so schwierig, aber seinen Kopf zu erwischen. Er prügelt mich aber komplett durchs Gebiet. Ja, jetzt bin ich eh so gut wie tot. Oh ja. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, puh. Gut, dass es in dem Winkel rüberging. Meine Güte. So, was nun? Was ist das wieder? Das sollte gehen. Ja, okay. Wunderbar. Nein. Das war nochmal schön der Kopf. Okay. Da nochmal schön rein. Nein. Oh je. Das war auch wieder schön. Yes! Hat das? Nee. Also nicht betäubt, zumindest. Wow, was? Was war das denn? Und da nochmal den Taifun. Ja, ich wollte den Taifunauslöser machen. Nein! Jetzt hör darauf, an ihm rumzuspringen. Das wollte ich gar nicht mehr. Ich meine, immerhin humpelt er. Aber das war auch jetzt wieder nicht ganz so super. Kannst du jetzt... Ach... Wie gesagt, natürlich muss ich genau das Monster nehmen, das den Kopf am weitesten nach oben hält. So, komm, du gehst jetzt einfach drauf. Du nimmst mich jetzt schönerweise mit. Zack. Das war vielleicht sogar der Kopf. Zumindest teilweise. Oh je. Oh nein, nein, nein. Ja, nach vorne raus. Zur Seite ist es nicht schlimm. Aber nach vorne raus ist es halt sehr ätzend. Ich will mich jetzt aber eigentlich auch nicht mehr unbedingt heilen müssen. Weil der sollte eh nicht mehr viel aushalten. Ich denke mal, dafür, dass es nicht die richtige Waffenart war. Und nicht die richtige... Ja, wobei, ich denke, der Luftkampfstil hat da schon irgendwas gerissen. Ich denke, das war schon nicht ganz so verkehrt, das so zu machen. Ich glaube, das hat schon ein bisschen reingehauen. Weil halt Feuer eben auch gut wehtut. Bist du jetzt mal betäubt? Nö. Ah, so geht das. Man kann es seine Brust hochsprengen, aber ich bin natürlich wieder betäubt, ne? Jetzt so gut wie tot. Oh, oh. Ja. Definitiv so gut wie tot. Okay, du schreist bloß. Das ist sehr schön. Nochmal Glück gehabt. War klar, dass der nochmal kommt. Okay, währenddessen kann ich mich aber definitiv nochmal heilen. Du machst bloß deinen Wirbel, aber es ist halt, weil du aggro bist, der Viererwirbel, nicht wahr? Ja. Okay, aber passt schon. Yes. Yes, na also, geht doch. Dann mach ich mal den Taifunauslöser hier. Na, also, prima, wunderschön. Wunderschön. Also, teilweise nicht, aber hey, wir haben mit dem Aerial Hammer den Luggy besiegt. Das ist eine Sache, die ich bisher auch nicht gemacht habe. Von dem her, man lernt nie aus und hat doch eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist ja das. Schöne Sache. Wir haben auf jeden Fall auch bis auf den Schweif alles kaputt gemacht. Da waren wir also auch gut dabei. Fangen hätten wir jetzt, denke ich, nicht unbedingt müssen. Und ja, haben wir die Quest abgeschlossen. Läuft, ja, läuft ganz gut. Ich dachte, wir wären ein bisschen schneller, muss ich tatsächlich sagen. Aber wir sind jetzt halt... doch nur nicht so krass unterwegs, muss man sagen. Wir haben zwar ein paar Sachen, aber wie gesagt, so extrem stark sind wir dann leider doch noch nicht.
dass wir es halt so schnell erledigen können, alles. Deswegen braucht das noch ein bisschen. Wir haben aber auch viele Monster. Wobei, so viel haben wir jetzt gar nicht erledigt. Wir haben eher bloß, vor allem bei den Ketsus, haben wir halt ein bisschen rumgedörbt. Ich sag's mal so. Das war jetzt nicht so gut, wie wir das erledigt haben. Schauen wir mal, was wir bekommen. Panzerschocker, okay. Schuppe, nochmal ein Panzerschocker. Ja, gut. Ein bisschen Zeug. 12 Minuten ist halt schon eine lange Zeit. Muss man jetzt definitiv sagen. Ist, nicht ganz so toll. Aber meine Güte. Wie gesagt, wir haben auf jeden Fall ein paar Quests abgeschlossen. Ich habe leider heute aber auch schon wieder keine Zeit. Oh, du hast schon wieder was für mich. Oder? Ja, nein. Spezielle Lieferungen auf deinem Miauen draufgeschnappt habe, Jäger. Okay, was gibst du mir jetzt schon wieder? Spezialerlaubnis. Okay, wow. Ein Gutschein? Okay, bloß ein Gutschein. Aber jetzt haben wir noch viel mehr. Was zur Hölle? Okay, ich verstehe vor allem nicht ganz, was diese Punkte zu bedeuten haben. Aber okay, von mir aus, dann lassen wir das mal so. Vielleicht von den Freunden, die ich angenommen habe, oder ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Wie gesagt, ich habe heute aber leider auch nicht mehr unbedingt viel länger Zeit. Deswegen beenden wir das Ganze heute mal. Wir sind ein bisschen vorangekommen. Wir haben jetzt hier noch die beiden Quests. Okay, das war's dann auch hier schon. Hier haben wir noch die zwei und die Wasserlinie. Und dann gut, dann theoretisch noch die schicksalsgebundenen vier, weil die definitiv noch interessant sind. Und dann müssen wir halt noch gucken, was noch alles so in Yokoma auf uns wartet. Da wollen sicherlich viele Leute die Quests abgeben, aber vielleicht auch nochmal ein paar neue Quests aufgeben. Deswegen mal sehen, was uns dort noch so erwartet. Ich meine, wir müssen dann ewig so nochmal mit allen Leuten reden, sobald wir die ganzen Jägerlage-Quests abgeschlossen haben. Das machen wir dann aber auf jeden Fall erst das nächste Mal, wenn es weitergeht mit Monster Hunter Generations Ultimate. Wie gesagt, jetzt im Moment gerade nochmal ein bisschen eine, ruhigere Folge, sage ich mal. Eine Folge, wo nicht gerade so viel passiert ist. Zumindest nichts, was den High Rank betrifft. Aber ich hoffe mal, wenn ich dann das nächste Mal ein bisschen mehr Zeit habe, können wir dann die restlichen Quests hier voll abschließen und dann auf jeden Fall weiter im High Rank durchstarten. Schau mal. Und ja, wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.